Ich begrüße das Folge Yokai Watch. Wir wollen heute ein bisschen mit der Hauptstory weitermachen und mit weiteren Quests und so. Ihr kennt die ganze Geschichte ja. So, was machen wir denn zuerst erstmal? Ich werde erstmal das Detektivabzeichen abgeben, was wir, glaube ich, im letzten Part gefunden hatten. Ich bin mir gar nicht mal sicher. Das war auf jeden Fall in irgendeinem letzten Part, wo wir es gefunden haben. Deswegen gehen wir mal hoch zu den Kinderdetektiven hier. Und gucken mal, dass wir ihnen das geben. Und dann können wir direkt die nächste Quest annehmen. Hallo. Unmöglich! Du hast es gefunden? Wir dachten, wir hätten uns das schwerste Rätsel der Welt ausgedacht. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du? Mann, ich dachte wirklich, du würdest es nie lösen. Also Leute, das nächste Rätsel muss 114 Mal schwieriger werden. Warum genau 114 Mal? Genau, Kumpel, der Ruf der Kinderdetektive hängt von unserem Erfolg ab. Aber fürs Erste brauchen wir das Abzeichen, das du gefunden hast. Das Olle-Abzeichen. Das ist richtig Olle, das dumme Olle-Abzeichen. Also das ist ein richtig olles Abzeichen. Das wollen wir eigentlich gar nicht wieder haben, weil es so Olle ist. Nochmal verlieren wir nicht. Also, das ist witzig, denn wir werden auch nicht verlieren. Wir bewältigen jede Herausforderung, die diese jungen Detektive uns stellen. So schade, dass sie nicht wissen können, was für harte Konkurrenz du bist. Auf jeden Fall, ist echt sehr, sehr schade. So, Detektivquest 2 haben wir damit abgeschlossen. Perfekt. Ein weiterer zufriedener Kunde quasi. Ich weiß gar nicht, ist die Musik ein bisschen zu laut? Kann das sein? Dann habe ich so ein Gefühl. Egal. Auf meinem Ohr sieht zumindest zu laut aus. Das ist, glaube ich, im Part ein bisschen leiser irgendwie. So, Bingo. Sehr schön, wir haben es geschafft. Wir haben wundervoll die Quest beendet und ein Tanzsternchen bekommen. So gehört sich das. Und er hat direkt die nächste Quest. Du, ich habe eine neue Herausforderung für dich. Ich glaube, dieses Mal schlagen wir dich. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Sollen wir loslegen? Natürlich. Ich bin schon ganz Feuer und Flamme. Ich komme in Rätsellaune. Wir sind die Lenzhausener Kinderdetektive. Du, Erzfeind. Du bist der erste Erzfeind, der es uns so schwer macht. Natürlich bin ich das. Ich bin der Yokai Superbattler Erzfeind. Bist du nicht neugierig? Diesmal haben wir ein richtig, richtig gutes Rätsel. Los. Ich schlafe am 8. Ort unter den 10 Monstern, die Kleider essen. Okay. Irgendwie in einer Boutique oder so im Krämerviertel. Keine Ahnung. Bei Kleider essen, Kleidung in einer Boutique, was weiß ich. Wow, ich habe so ein Talent für Rätsel. Ich glaube, so ein schweres Rätsel kann niemand lösen. Oh, das ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. Löse es, wenn du kannst. Interessant. In diesem Rätsel muss es doch irgendeinen Anhaltspunkt geben. Wenn wir einfach losziehen, könnten wir vielleicht darauf kommen. Und los geht's. Okay, Detektivquest 3 begonnen. Sehr schön. Müssen wir mal gucken. Aber nicht jetzt, noch nicht heute. Erstmal ins Tor reinlaufen, gute Idee. Denn bevor wir damit jetzt weitermachen, wollen wir erstmal übernachten. Bis nachts, denn wir müssen ja nachts zur Baustelle für die Hauptstory. Und deswegen ist das sinnvoll. Ich soll vielleicht erstmal zum Haus gehen, zum Übernachten. Das ist eine ganz gute Idee, denke ich mal. Bevor wir irgendwas anderes machen. So, falsches Haus, sehr gut. Erstmal bei Nachbarn einbrechen, wer kennt's nicht. So, hallo, ich bin wieder da. Und ich gehe pennen, weil ich bin müde. So, bis nachts. Und dann mal gucken, ob wir irgendwie eine Möglichkeit finden, ja, das zu machen. Genau. Die Hauptstory voranzubringen. In der Baustelle. Genau. Also ausdrücken konnte ich mich auch schon mal besser. Aber egal. So. Vielleicht finden wir nachts noch ein paar Quests irgendwo. Also wo eine Quest ist, weiß ich definitiv noch. Die machen wir jetzt auch direkt, weil die ist kurz. Und wenn wir da schon mal in der Innenstadt sind, können wir die nebenbei mal machen. Und zwar ist die in der Bar Schneefee, wo wir auch schon mal waren. Ist hier eigentlich noch irgendwas Spannendes? Keine Spannse, etwas Spannendes. Hahaha, ha, ha, das war so witzig. Hahaha. Ha, ha, ha. Oh nein, greif ja nicht an, was ist los mit dir? Leute, zerstört ihn bitte.
zerstört diese nervigen Yokai. Ist mir jetzt nicht mehr wert, irgendwie Ulti-See jetzt einzusetzen. Ist ja jetzt zweimal besiegt, einmal gut und einmal schlecht, ernsthaft. Könnte jetzt auf den hier gehen, dass der bitte aufhört, sein Ulti-See zu laden. Wäre voll geil. Und nicht mit Feuer, Feuer bringt einfach nichts. Ich fände echt cool, wenn man irgendwie steuern könnte, wann die Yokai welchen Angriff machen. Aber egal. So, ich wollte eigentlich nur hier die Truhe mitnehmen in dem Gebiet hier. Sehr schön. Oh Gott, nerven die Spanse. Gut, was war hier noch? Hier komme ich gar nicht rein, okay. Was geht bei dir so ab? Ist mir klar. Aber bei der Polizeiwache werde ich wohl vor irgendwem ganz, ganz bösen beschützt werden, oder? Egal. Es ist wirklich seltsam, wir bekommen in letzter Zeit andauernd Beschwerden. Die Fahrgäste sagen, dass sie kein Mobilfunksignal bekommen. Aber wenn ich es überprüfe, dann ist immer alles in Ordnung. Es gab jedoch so viele Beschwerden, dass da irgendwas faul sein muss. Klingt nach Deutschland. Obwohl das Spiel in Japan spielt eigentlich. Zumindest so... Ja, okay, Quatsch. Die Stadt sieht nicht unbedingt japanisch aus. Die ganzen Bereiche der Stadt sind so ein bisschen repräsentativ für verschiedene... Länder, sag ich mal, oder? So ein bisschen irgendwie. Egal. Wir fragen mal was an die Fahrgäste. Okay. Energieleckerli. Alles klar. Da frisst wohl irgendein Yokai die Energie auf. Handyempfang, vergiss es. Hier bekommt man keine Verbindung. Sind vielleicht Bauarbeiten im Gange? Das klingt definitiv nach Deutschland. Es scheint wirklich schwer zu sein, hier Empfang zu bekommen. Wie gesagt, Deutschland. Aber wir brauchen noch mehr Daten. Lass uns mit anderen Leuten reden. Gute Idee. So, du zum Beispiel. Ich hatte wenigstens kurz ein Drittel eines Balken und jetzt nichts. Dann habe ich hier heute schon wieder kein Netz zum 10. Mal. Es scheint wirklich schwer zu sein, hier Empfang zu bekommen. Aber wir brauchen noch mehr Daten. Lass uns mit anderen Leuten reden. Naja, und du so? Ich bekomme keinen Empfang. Null. Nichts. Was geht hier nur vor sich? Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich dich so anschreie. Ich brauche das. Es scheint wirklich bla 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 bla. Und du so? Gerade vor ein paar Minuten kam eine neue Beschwerde rein. Alle wollen, dass wir irgendwas gegen den schlechten Empfang hier tun. Ich frage mich, was das Problem ist. Vielleicht eine Art Funkstörung? Verursacht durch Yokai wahrscheinlich. Wie wir es halt kennen. Oh, wo wir vorhin schon von Spanse geredet haben. Toll. Hat der jetzt hier auch noch einen Auftritt? Ja, jetzt suche ich Spanse auf jeden Fall. So, hi. Lecker, hier ist es wie bei einem Energiebuffet. Ich liebe es. Er benimmt sich, als sei das hier nur eine bunte Mischung aus Signalen. Genau, schöne Wortwahl. Du musst wirklich schlau sein. Meinst du? Nun ja, ich bin ziemlich scharfsinnig, wenn es um... Moment mal, schnell kein Honig ums Maul. So etwas macht man mit Butler nicht. Wäre auch voll cool, wenn wir direkt mal einen Spanse bekommen würden, falls wir noch keinen haben. Weil Spanse ist auch damals... ist auf einer Quest wichtig. Für die ich damals ewig gebraucht habe. Das Ding ist halt... Eigentlich ist Spanse gar nicht mal so schwer zu bekommen. Prinzipiell eigentlich... Oh Gott, bitte stirb nicht weg. Prinzipiell ist Spanse eigentlich nicht unbedingt schwer zu bekommen, sage ich mal. Weil es die wirklich an vielen Orten... Ich wusste es, du böse Mistvieh! An vielen Orten gibt, der nur ein Rang D-Yokai ist. Aber... Ach okay, es belegt auch wieder. Das ist natürlich geil. Okay, ich hier auf Ulti-CS. Ich dachte, das kriege ich auch so hin, aber nee, komm. Das dauert sonst zu lange. Ja, prinzipiell ist halt Spanse eigentlich echt einfach zu bekommen. Weil halt wirklich nur Rang D ist und auch im Blütenbühl an vielen Orten so vorkommt. Aber ich habe halt damals wirklich ewig gebraucht, den zu bekommen. Ich habe den mit seinem Lieblingsessen zugeschmissen und der hat irgendwie... Da saß es sich bestimmt 2-3 Stunden dran, um den zu bekommen. Obwohl es einfach nur ein Rang D-Yokai ist. Das ist echt furchtbar gewesen. Aber was soll's. Vielleicht wird es ja diesmal besser. In diesem Let's Play. Ich hoffe es doch. Ich meine, ich hatte in diesem Let's Play sogar schon Probleme mit
Mit diesem einen Ninja-Yokai. Simpel, genau. Juhu, Radiowellen in meinem Bauch. Hör zu, Leute verbringen hier viel Zeit. Sie brauchen verlässlichen Empfang. Bitte unterlasse deine Handlungen und verlasse diesen Ort jetzt. Sei still, du. Meine Freunde und ich, was... Was? Meine Freunde und ich tun, was wir wollen. Wenn wir es wollen. Ja. Ja, es ist aber halt nicht so geil von euch, wisst ihr das? Weil die Leute brauchen ja wirklich Empfang. Ich meine, das ist Japan und in Japan... wenn man also bedenkt, wie Unternehmens... Ich wusste es doch auf, wie viel Unternehmens gibt und sowas. Ich meine, wir hatten ja schon die Quest mit dem Büroturm, wo wir unserem Vater die Papiere bringen müssen. Wenn man an sowas denkt, ist halt Japan wirklich sehr abhängig von guten Empfang und so. Weil man auch für seine Arbeit teilweise wirklich überall erreichbar sein muss. Ich meine, das ist ja allgemein in der heutigen Welt so. Nicht nur in Japan. Und ja, deswegen ist es halt prinzipiell echt nicht so geil, wenn da so ein Yokai dein Empfang wegfrisst. Aber eigentlich, wenn man jetzt die Quest so aus moralischer Sicht sieht, denkt man sich auch so, ja, aber was sind die Menschen alle so abhängig von Empfang, bla bla bla. Aber das ist ja keine moralische Quest, das ist einfach wichtig für die Leute hier, auch für ihre Arbeit und so. Deswegen spielen wir jetzt nicht die Moralapostel und nehmt einfach so hin, dass diese Quest existiert. Gut. So, Spannse gefunden, das ist ja schön. Sehr spannend mal wieder. Verdammt, Mobilfunksignale sind so lecker. Du, hör auf, die Mobilfunksignale durcheinander zu bringen. Was? Warum sollte ich aufhören? Ich liebe alle Arten von Energie. Wollt ihr mich aufhalten? Ja, wollen wir. Wir müssen dich auch aufhalten. Weil ansonsten bringst du die Leute noch um den Verstand. Hä, hey, was ist das für ein komischer Fehler? Hallo. Also das Nachzeichnen hasse ich halt wirklich am meisten. Einfach mega nervig. Na, ja, was soll's. So, krieg ich das auch ohne Ultis jetzt hin? Komm, mach einfach mit Zicado. Mach einfach, mein Freund, das kriegst du schon hin. Zirpulärschnitt. Ich weiß nicht mal, warum ich finde Zicado eigentlich noch im Team, aber ich meine, ja, er entwickelt sich zum relativ coolen Yokai. Aber, egal. Wir lassen ihn im Team erstmal. Das dauert aber noch ein paar Level, bis er sich entwickelt. Aber wir lassen ihn im Team. Ich glaube, wir haben jetzt alle Spannse im Bahnhof erledigt. Gehen wir zum Bahnhof. Wer? Bahnhofsangestellten, der sich bestimmt freuen wird. Ich habe gerade spontan das Lesen verlernt, glaube ich. Vielleicht rufe ich morgen mal den Reparaturservice an. Hä, jetzt ist alles in Ordnung? Ich verstehe das nicht wirklich, aber das Problem hat sich wohl selbst gelöst. Naja, das ist gut. Weißt du, ich denke öfters über dieses Problem nach. Im Yokai aufhalten und ein Problem lösen, ist das schwer zu erklären. Ich denke, wir tun einfach weiter so, als würden wir einfach herumwursteln und dann zufällig Lösungen für die Probleme der Leute finden. Und ganz in diesem Sinne scheint unsere Arbeit hier getan zu sein. Ja, richtig. Das hast du sehr gut zusammengefasst, Whisper. Gut gemacht! Das war ein bisschen zu hoch von der Tonlage her. Egal, ui, ordentlich Erfahrungspunkte. Ordentlich Erfahrungspunkte für uns. Und der... Wow, die Animation habe ich noch nie gesehen. Und der Yokai wird... Ach, jetzt schon? Ich dachte, auf 35 kommt das erst. Von mir aus gerne. Zicado entwickelt sich zu Ninzicado. Ups, da habe ich den Zicado weggedrückt. Verdammt, egal, was soll's. Ja, okay, jetzt schon. Ich hab's gerade noch angesprochen. Aber okay, von mir aus. Ninzicado ist relativ cool. Auch wenn er nicht so einen geilen Ulti-See hat wie Zicado, aber so vom Angriff fährt er ganz cool und ich mag ihn prinzipiell einfach. Aber wo war ich gerade? Irgendwas wollte ich doch noch sagen. Egal, dann war es noch nicht wichtig. Dann war es nicht wichtig, ganz ehrlich. So, hier ist noch eine Quest, die ich machen wollte nachts.
weil ich weiß, dass die hier nachts ist. Wie lange singt ihr denn noch? Ich will nach Hause. Was ist los? Ach stimmt, der Yokai, rede ich gleich drüber. Was ist los? Mein Kumpel hat sich das Mikrofon geschnappt und hört nicht auf zu singen. Ich will nach Hause, aber er fährt, also sitze ich hier fest. Ich verstehe, der Typ da mit der Brille singt wirklich aus voller Kehle. Ich wusste nicht mal, dass er gerne singt. Meinst du, du könntest helfen? Natürlich. Wirklich? Toll, vielleicht hört er auf dich, auf dich. Ich weiß nicht, ob er aufhört zu singen, aber wir sollten mit ihm sprechen. Zu lang gesungen. Ja, der Yokai, der da gerade abgebildet war, der weiße Yokai mit den blauen Teilen im Körper, so an Ohren und so, der wird gleich noch wichtig, aber egal. Eine Marionette deiner Liebe, oh, scheint Spaß zu haben. Verzeihung, mein Herr. Aber kein Mann kann Fäden leben, an Fäden leben, oh ja, 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 ja. Wir sind in einer kleinen Welt. Warte mal, Marvin, ich spüre eine Yokai-Aura. Dieser Mann ist beseelt. Yokai ist irgendwo mit uns hier drin. Finden wir ihn. Okay, und man wurde weggedrückt, weil der Yokai hier direkt ist. Wow, sehr gut. Aber hier in der Bar geht echt der Disco ab, scheinbar. Sehr schön. Lalaal. Lalalalalalalala, was auch immer. Singen und anderen singen bringen ist so ein schönes Gefühl. Was willst du? Willst du meine Freude dämpfen? Eigentlich will ich nur, dass du aufhörst. Aber wahrscheinlich ist das für dich die Freude dämpfen. Was soll's. So, hauen wir einfach drauf. Eine wunderschöne Recolor-Version von, Aalberns. Ja, und was halt so cool an den Cicado ist einfach, dass er halt zweimal angreift, genau wie jetzt auch die Banyan. Er haut einfach mit zwei Schlägen zu. Okay, jetzt nicht, weil es ein magischer Angriff war, aber prinzipiell haut er halt mit zwei Schlägen zu. Kraft des Lieds, Geist gestärkt, okay. Oh, das Wasser, was. Sehr schön, mehr Geld. Besehe ihn und ich bringe ihn einfach um, dankeschön. Da greift ihn zweimal an, anders als Vincicaro, der eben nur einmal angreift mit seinem Schwert. Aber wie gesagt, sein Ulti-See ist nicht so cool, der von Vincicaro. Egal, trotzdem ist er ganz nett, der gute Vincicaro. So, Vincicaro, nicht Vincicaro. Ich komme gerade mit den Namen durcheinander. Mein Hals tut weh. Ja, wenn man so viel singt, strapaziert man natürlich seine Kehle. Singen ist ab jetzt für mich tabu. Ich glaube, er ist fertig. Sprechen wir mit seinem müden Freund. Okay. Endlich hat er das Mikro weggelegt. Meine Güte, seine Stimme ist schlimm. Aber danke, jetzt kann ich endlich nach Hause. Sehr schön. Das war eine kleine, aber feine Quest, würde ich sagen. Gut gemacht. Und dann können wir jetzt die Hauptstory vorantreiben, indem wir jetzt endlich zur Baustelle nachts gehen. Besser blocken als auf Abwehr, sehr schön. So, und Chibanyan zeigt, was er kann. Tanyan! Wundervoll, Chibanyan. Ich würde es am liebsten vielleicht klatschen, aber ich kann gerade nicht, weil ich meinen Dreck in der Hand halte und das gerade schlecht geht. Wie viele Quests haben wir eigentlich inzwischen schon abgeschlossen? Das interessiert mich gerade mal. 23 schon. Das ist ordentlich. Schon 7 Stunden Spielzeit. Es läuft auf jeden Fall. Okay, gehen wir jetzt weiter mit der Hauptstory machen. Reden müsste man können. Gehen wir jetzt die Hauptstory weitermachen, das wollte ich sagen. So, wie gesagt, hier von der Baustelle ist eben ein Watch-Siegel mit Rang C. Was wir erst wegmachen müssen. Und dann können wir mal hier reingucken. Ich arbeite hier seit einem Monat und höre manchmal komische Geräusche. Das ist ziemlich gruselig. So, und hier haben wir besagten Yokai von vorhin. Ey, was ist denn los? Der Yokai stammt nicht von hier. Wieso weinst du? Wie ist dein Name? Ich bin Komasan. Ich habe meinen Schrein auf dem Land verlassen. Seitdem suche ich einen neuen Ort zum Leben. Also ging ich zu Kyubi. Er herrscht über diesen Ort und bat mich, ihn hier zu treffen. Aber da drin sind jede Menge Yokai und ich komme nicht zu ihm durch. Weil, naja, schaut so unheimlich ist. Dasselbe Kyubi, der uns befohlen hat, hierher zu kommen. Interessant. Ich frage mich, ob er bereits im Gebäude ist. Ja, er meinte, er würde drin warten. Also gut, Marvin, auf geht's. Okay. Wartet, geht ihr hinein? Könnt ihr mich mitnehmen?
Ich will Kyubi zeigen, dass ich kein Angsthase bin. Also, da sage ich nicht nein. Was meinst du, Marvin? Klar, warum nicht? Er ist weniger unheimlich. Es ist weniger unheimlich, wenn wir gemeinsam gehen. Oh, danke. Vielen Dank. Ich werde euch nicht enttäuschen, Ehrenwurz. Und da haben wir einen neuen Yokai. Müsste Rang D sein. Entwickelt sich später auch zum richtig geilen Rang A-Yokai weiter. Ich drehe am Rad. Aber, ja. Brauche ich jetzt nicht fürs Team. Aber ich mag Kumachan ganz gerne eigentlich. Hat auch einen Bruder, Kumajiro. Also gut. Keine Sorge, Kleiner. Zusammen werden wir Kyubi schon finden. Ja, packen wir es an. Haben wir Kumajiro nicht sogar... Nee, Quatsch. Doch, Kumajiro ist das sogar schon gesehen in der... In dem einen verlassenen Anwesen. Da kommt er auf jeden Fall vor. Ich weiß nicht, ob wir den schon gesehen haben. Hatte ich damals lange Zeit im Team Kumajiro. Weil er sich auch gut entwickelt. Zum relativ starken Yokai. Aber ja. Kann man mit aufnehmen, aber brauche ich momentan eigentlich eher nicht. So. Ja, gucken wir uns jetzt hier noch so ein bisschen im Eingangsbereich der Baustelle um. Und, gehen dann im nächsten Part aber erst so richtig rein. Hier ist Rang S, okay. Das wird dann wohl erst später wichtig, der Bereich. Ah. Und hier ist auch sogar leider, guck mal einer an. Den wir gerade noch, besiegt haben für eine Quest. 8 Schadenspunkte, das ist aber viel. So, ich bin gerade momentan ganz komisch hier verkabelt. Es sind überall irgendwelche Kabel, die es mir gerade schwer machen, mich zu bewegen. Einmal halt das Verbindungskabel von meinem 3DS zur Capture Card. Beziehungsweise von der Capture Card von meinem 3DS zum PC halt. Dann mein Kopfhörerkabel, das feiert sich alles gerade ein bisschen. Ist nicht so geil gerade, aber kann ich gerade nichts dran ändern hier. Ja. Stimmt, du musst von unten durchkriechen und so. Ich erinnere mich. Oh Gott, die Baustelle. Das ist ein sehr nerviger Ort für mich damals gewesen, weil es halt hier wirklich so ein bisschen verschiedene Wege und so gibt. Allgemein, ich prinzipiell mag ich irgendwie das Dungeon-Design aus Yo-Kai Watch, aber gleichzeitig mag ich es auch nicht. Also es ist halt sehr verworren teilt an manchen Stellen. So. Ich habe voll das Zeichen hier verlernt. Weil ich das Spiel momentan halt auch nicht mal so oft spiele. Das ist das Problem gewesen. Wir hatten jetzt ein paar Tage mal ohne Yo-Kai Watch einfach, weil ich keine Zeit zum Aufnehmen hatte. Voll doof, aber kann ich halt nichts dran ändern. Ja, und die Yo-Kai hier, die, wie heißen sie? Barricado. Die haben eine nervige Fähigkeit. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, weil wir den schon mal besiegt haben. Dass die eben ein KP immer behalten, wenn man sie umbringt. Und das kann halt schon nerven teils, aber okay. Ach ja. Ist halt sowas wie in Pokémon, was viele Gesteins-Pokémon haben, dass die eben mit einem KP überleben am Ende. Was soll's. So, aber ich würde sagen, wir gucken uns dann im nächsten Part hier auf der Baustelle weiter um. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Deswegen hoffe ich, dass ihr wieder einschalten werdet. Wenn es heißt, mehr Yo-Kai Watch. Und bei einer Truhe will ich noch ganz kurz holen. Nämlich... Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, die da oben war. Okay. Ich schau richtig drauf. Oh, ich hasse es, dieses scheiß J zu zeichnen. Vor allem, irgendwie zeichnet es sich manchmal voll komisch auf dem Touchscreen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an mir liegt, aber irgendwie ist das Zeichnen manchmal ein bisschen komisch. So. Ich wollte mir nur jetzt eine Truhe holen. Ich strecke den Part noch ordentlich. Ja, ja. Alles nur wegen Partstreckung gemacht hier. Ja, okay, wir sehen uns dann im nächsten Part. Oh, du willst mit? Meinetwegen, gern. Mehr Yo-Kai sind immer gut.
Dich brauche ich zwar... Dich brauche ich zwar, glaube ich, nicht für Quests oder so, aber meinetwegen. Welcher Rang bist du? Ich weiß es nicht. Ich würde spontan sagen D oder so, keine Ahnung. D, C, irgendwie so in der Richtung. Aber brauche ich nicht. Oh, das war die Quest, ich bin dumm. Rang C. Ja, ist ja okay. Aber okay. Wir werden uns im nächsten Part wieder sehen. Ich will jetzt noch die Truhe oben mitnehmen und dann geht's im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann, ciao. Euer Rigro, tschüss.